Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Letztes Mal haben wir tatsächlich goldene Maschinen gesehen. Und dieses Mal geht es nun weiter in die Wüste. Komm mit, 2B. Die sind unserem Stand nicht angemessen. Ja, also wir sehen auch gameplay-technisch gibt es hier Neuerungen. Eine Sache, die mich ein wenig eingrenzt in meinem Gameplay, ist, dass man hier keine harten Angriffe hat, sondern lediglich das Hacken. Mit dem komme ich noch nicht ganz zurecht, aber trotzdem. Gehen wir zurück in die Wüste, oder erstmals in diesem Lauf in die Wüste. Und schau mal, was sich dort verbirgt. Okay, das sieht schon mal ein bisschen... Doch, das sieht genau gleich aus. Es sah von fern ein bisschen aus wie ein Flugzeugwrack oder so. You're from your hub. We've got a squad mate. Just remember that there's no... If you need anything, what can I help you with? So, Händler. Da sind die Dialoge gewohnt. Super, natürlich. Nee, kann man einfach überspringen. Ah, stimmt. Hier werden wir bald zum ersten Boss kommen, ne? Das kann interessant werden. Okay, schnell mal schnell speichern. Denn wenn ihr euch zurückerinnert, das war der Boss, der sich hier mehrfach selbst aufgelevelt hat. Und wo quasi ein Mensch aus einem Menschen oder whatever rauskam. Our struggle against the machine life forms is at a stalemate. This battle has raged for far too long. I am sure all of you find the effort grueling. But now is not the time to give up. Now, more than ever, we must forge on. Remember that several hundred thousand humans on the moon want nothing more than to return to Earth. Glory to mankind. Those council broadcasts are always so stiff. Report. Mail notification received from access point. Ja, die E-Mail kommt ja gerade rechtzeitig, wenn wir gerade frisch an so einem Access Point vorbeigelaufen sind. Huch, was haben wir hier drin denn eigentlich? Ah gut, ich habe die Item-Anzeigen abgeschaltet. Hier geht's ja noch mal unten. Bitte was? Wo sind wir hier? Okay, Moment mal, hätten wir das auch mit 2B erreichen können? Ey, ich wollte dich gerade hacken. Tschüss. Okay, Leute, ich bin auf so vielen Ebenen irritiert gerade. Ich frage mich gerade wirklich, ob ich im ersten Playthrough irgendetwas verpasst habe hier oder... ob das echt nur mit 9S geht. Da habe ich mich ja so ein bisschen an die Story gehalten. Was halt auch noch weiter in der Plan ist, aber... Okay, die Kisten kann ich auch weiterhin öffnen, also... Ich vermute mal, dass es... Mein Fehler war, dieses Tunnelsystem nicht zu entdecken. Scheinbar gibt es hier auch mehrere Eingänge und Ausgänge. Okay, da hinten war noch einer, rechts. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, was hier war bei dieser Tür, die wir gehackt haben.
Ja, ich glaube, ich habe den Weg irgendwie ein bisschen verpasst. Sauber. Okay, hier dürfte der nächste Ausgang sein. Ja, Moment. Ich kann da doch mit Sicherheit nicht einfach so eine Tür öffnen, um dann nichts damit machen zu können. Oh mein Gott, oh mein Gott. Einige von denen lassen sich nicht von hinten angreifen, die haben da die Stacheln und einige vorne. Sehr gut. Du hast eine Waffe erhalten. Blutschwur, grausamer Blutschwur wahrscheinlich. Okay, cool. Ja, also, wer das Spiel selbst hat oder wer damit mit dem Gedanken spielt, eventuell selbst mal zuzugreifen, der findet hier ja jetzt ein paar Tipps, dass man viele Waffen auch im zweiten Playthrough dann finden könnte. Ja, und ich behaupte auch mal, dass man noch sehr, sehr viel mehr finden kann, theoretisch oder könnte. Aber da habe ich ja schon gesagt, dass ich persönlich jemand bin, der lieber ein bisschen durchrusht. Klar, die Nebenmissionen sind teilweise ganz interessant gewesen, aber teilweise... Ich habe zwischen den Folgen, glaube ich, mal so ein Rennen gesehen. Oder war das auch in der Aufnahme? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall unbedingt ein Rennen einbauen zu müssen. Das sind so die typischen Open-World-Probleme, die mich persönlich irgendwann mittlerweile auch stören. Auch wenn man das übersehen könnte, beziehungsweise einfach mal weggucken könnte, finde ich es trotzdem ein bisschen ärgerlich, dass es das alles immer gibt, weil das fühlt sich irgendwann dann so gezwungen an, so, hey Leute, wir brauchen vielleicht nochmal irgendwas, irgendeine Nebenbeschäftigung, ja, damit die Leute sich nicht langweilen, damit die Leute denken, hey, da ist ja nochmal ordentlich Spielzeit dabei. Und es wirkt halt für mich persönlich immer so, als würde das doch mal zwanghaft reingebracht werden. So, okay, wir machen jetzt nochmal quasi Rennen rein. Huch, da haben wir noch was. Oder? Nee, die Kamera ist auch näher gegangen, aber das schien einfach nur so ein kleiner Grafikfehlerfitzel zu sein. Aber ihr seht auch, dass die Welt des Spiels quasi viel mehr bietet, als ich allein schon beim ersten Walkthrough gefunden hatte. Und ja, jetzt auch noch beim zweiten, also... Okay, das ist einfach nur der dickere Eingang. Thank you.
Was ich mir so ein bisschen gewünscht hätte, wäre beim Hacken, dass man dann auch... Das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial für mich, dass man da auch theoretisch hätte in die Gefühle der Maschinen reinschauen können. Ich denke schon, dass das durchaus etwas wäre, was die Story erweitern könnte. Denn es hieß ja, dass man gewisse Sachen versteht, nachdem man den zweiten oder dritten Playthrough hat. Der dritte soll sich nochmal deutlich unterscheiden, also da geht's in eine gänzlich neue Richtung. Aber beim zweiten hätte ich mir gewünscht, ja, so ein bisschen mehr wäre ganz gut. Hey, our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well... Wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Who opens a sealed gate with explosives? There's gotta be an easier way, right? Nö, gibt's nicht. Also ein paar Kämpfe zwischendurch sind, glaube ich, schon ganz hilfreich, denn wenn ich mir das so anschaue, wir haben Stufe 28, es wäre schon ganz gut, wenn wir langfristig schnell leveln könnten. Eventuell bringt uns das ja was. Habe ich eigentlich mehr Erfahrungspunkte ausgerüstet? Ja, verdiente Erfahrungspunkte plus. Ja, super. Dann geht's jetzt weiter. Ah, jetzt muss ich wieder irgendeiner Maschine folgen. Stimmt. This sand sure is slippery. Careful. We've got enemies approaching. Ich versuche mal jetzt einem anderen Roboter zu folgen, einer anderen Maschine. These machines are talking. Yeah, I heard from the resistance that they've been seeing this a lot lately. Couldn't tell you why though. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, da weiß man ja natürlich, was wie oft vorkommt und so. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass man hier nur für ein einziges Level speziell so eine Mechanik gemacht hat, dass man runterrutscht. Das ist ziemlich cool. Ich hatte mich ja ein bisschen, glaube ich, beim ersten Mal darüber aufgeregt, dass man hier rumrutscht. Aber grundlegend ist die Idee natürlich super. Ja, vor allem bei Gegnerhaufen ist es perfekt. Bam, jetzt explodiert er und alle im Umkreis dazu. Okay. Yes, sehr schön. Ah, hier haben wir wieder eine Sidequest, aber da wir den Charakter nie kennengelernt haben, gehe ich mal hin. Oder ist es so ein Automat? Haha, Automat, ah. Hypothesis. Jamming caused by enemies in local vicinity.
Moment, ging es da noch theoretisch weiter? Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? Okay, ich gehe in die richtige Richtung gerade. Hohoho, pass doch auf, wo du hintrittst. Hier könnten nur alte Relikte direkt vor, unter der Oberfläche vergraben sein. Ich erforsche die alte Welt. Du bist von Joha, richtig? Wenn du in der Wüste etwas findest, das nach einem Relikt aussieht, kannst du mir das dann bringen. Es soll auch nicht zu deinem Schaden sein. Relics from the old world. Searching for relics in the desert without assistance might prove difficult. Proposal. Unit 9S should use the dynamic scanner. Nee, sorry. Klingt irgendwie nach so einer Standard-Sammelmission. Und davon gibt es in Videospielen einfach zu viele. Oh mein Gott, stimmt. Oh. Wenn jemand schreiend auf dich zurennt und rot leuchtet, dann lauf ihm nicht in die Arme. Das war ein bisschen doof. Aber auch sympathisch. Bye bye. Bye bye. What's with the weird looking outfits? I've seen that sort of thing when I was going through some old data. Aber mittlerweile komme ich immer besser mit dem Hacken zurecht. Certain human collectives used to use face paint like that too. Boah, die haben hier Sägen dabei. Der hatte so eine Kreissäge, der eine. So, schauen wir mal ganz kurz, wie die neue Waffe überhaupt ist, die wir gefunden haben. Scheint ja doch eine etwas andere zu sein, als die, die wir bislang hatten. Genau, so grausamer Blutschwur. Okay, das ist von den Mönchen. Und das hat direkt schon mal einen Grundangriffswert von 300 bis 330, also mehr als das auf Stufe 2. Unser aktuelles Schwert ist, glaube ich, aber das Beste bis jetzt. Mussten wir hier nicht irgendwann nochmal einem Roboter folgen? Einem separat? Mussten wir auch schon beim ersten Playthrough alle besiegen oder war das nur dieser eine Roboter, den wir gefunden hatten und hinter dem mussten wir her? Vielleicht hatte ich beim letzten Mal Glück und habe die perfekten Gegner gefunden. Dass man erst mit dem linken Stick auf die Karte kommt, ist auch so, warum? Wie die Sonne schön blendet, ne? Help me.
2B, it's fine. Their speech doesn't mean anything. They're just emitting words at random. If they want. Also nach dem Durchspielen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die einfach nur so reden, mein lieber 9S. Die Dinger scheinen mehr Bewusstsein zu haben als ihr. Ihr lasst euch als Maschinen missbrauchen, aber die... Okay, es ist echt heftig, wie viele Geldmittel wir hier einsammeln. Okay, weiter geht's. Ich hoffe nur, dass ich den Boss nicht heute schon treffe. Zugegebenermaßen hätte ich auf den keinen Bock. Der war nämlich schon ziemlich asi. Schön das Wort arschig umschrieben und am Ende doch noch gesagt. Ach, da haben wir ihn. Der rennt ja jetzt davon. Ja, weg ist er. Bevor ich ihn hacken konnte. Ich frage mich, ob man schneller ist, wenn man permanent dasht oder wenn man... einmal dasht und dann einfach nur noch sprintet. Fühlt sich nämlich an, als wäre das permanente Dashen schneller. Once, long ago, a volcano erupted. From the fires of the eruption, a god emerged. One day, the god appeared before the machines and said, consciousness, pain, joy, misery, fury, shame. Desolation. The future. The meaning of life. What's that? Okay. It is the ruin of a former human residential area. Large number. Hey, I fucked this machine before, right? Proposal. Enemy should be dispatched immediately. Leaving such a dangerous foe intact would be unwise. If you say so. Okay, was zur Hölle? Und er hier kommt aus dem Dingens. Aus dem Vergnügungspark. Ich musste gar nicht die Dingens abschießen, merke ich gerade. Die schwarzen Blöcke. Yes, knapp. Sehr, sehr knapp. Aber was war das mit dem Vulkan? Und warum ist der Panzer aus dem Vergnügungspark da? Kann es sein, dass sich die Geschichte wiederholt, oder? Ich meine, 9S scheint sich zu erinnern an die Mission.
Nimmt der überhaupt Schaden durch normale Angriffe? Der ist stärker gepanzert als der Panzer, Mensch. Beim Panzer brauchte ich 4 Hex bei ihm locker mehr. Also bei sowas könnte man mich in eine Heckschleife bringen. Das fände ich spielerisch angenehmer. Ich kann ihm halt wirklich keinen Schaden anrichten, ne? Außer halt so. Brother? Wait, there's more of these things? Okay, was zur Hölle? Dass die ein Bewusstsein haben, wissen wir. Oder so eine Art Bewusstsein. Oh mein Gott. Ja. Also wirklich, da könnt ihr auch ruhig mal im Vorhinein schon sagen, nee, Dave, da geht's nicht weiter, sorry. Also nicht ihr Zuschauer, sondern die Entwickler könnten da ruhig mal irgendwie das signalisieren. Ja, nicht weitergehen tut auch heute die Story von Nier Automata dann, nach diesem Speicherpunkt hier. Es ist interessant, was man für Einblicke bekommt. Ich muss mir das mit dem Vulkan nochmal kurz genauer anschauen, ob man da irgendwelche verschlüsselten Botschaften oder so findet. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Wenn ihr Spaß hattet, wie immer, gern ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.